hinter der schweren Tür in einem Hinterzimmer. Sitzt er schon morgens und bleibt bis spät in den Abend. Keiner hat ihn je nach Hause gehen sehen. Er ist ja schon über 30, wohnt noch bei seiner Mutter, sagen die Gerüchte. Aber niemand, der das so sicher wüsste. Für ihn ist die Physik das Größte, was es gibt. Er liebt Stromkreise. Viele sagen, der hat eine Meise. Er gibt das nicht normal. Aber das ist ihm ja so egal. So egal, 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 egal. Geht man abends die Straße lang, sieht man ein Licht im Fenster, hinter Zimmerpflanzen einen Schatten tanzen. Ganze Nacht im Physikübungsraum, ganz alleine. Weg. Und gegenüber beim Bäcker holt er sich sein Frühstück, dann sitzt er am Schreibtisch, Zeitung lesend. Einfach so, als wäre nichts gewesen. Für ihn sind Raum und Zeit nicht nur eine Kleinigkeit. Er liebt die Physik, man sagt, er hat einen Tick. Doch das ist ihm egal, denn was bedeutet schon normal? Ja, normal, was ist normal? Normal, 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 normal. Und der hat